Hallo ihr Lieben und herzlich willkommen zum Ausblick in den Monat November. Schön, dass ihr da seid. Und ja, ohne viel Umschweife, lass uns in die Karten starten mit dem kleinen Hinweis für alle, die vielleicht das erste Mal dabei sind. Ich habe in der Videobeschreibung ein kleines Erklärvideo verlinkt, wo ich kurz darauf eingehe, was es hier mit diesem Kartenbild auf sich hat und wie ich daran gehe, also wie ich den energetischen Ausblick für die nächste Zeit daraus herausdeute und herausspüre. Es hat sich zwar seit dem Video schon wieder einiges an meiner Art zu legen und auch ja, zu deuten verändert, aber die Grundessenz ist die gleiche. Und ja, für alle, die sonst jetzt ein bisschen verloren wären und gerne wissen möchten, oder ja, so einen kleinen Halt haben möchten, was es hier auf sich hat, die können gerne in dieses Video hineinschauen. Oder ihr lasst euch einfach drauf ein und lasst euch mal beströmen von dem, was jetzt euch hier so entgegenfließt. Immer mit der Einladung, gut in euch reinzuspüren, gut bei euch zu sein und zu schauen, ja, was resoniert wirklich in der Tiefe mit euch? Was macht euer Herz auf? Was weitet eure Zellen? Aber was rüttelt vielleicht auch? Ne? Was ist vielleicht so für den ersten Moment erstmal ein bisschen pieksig, aber wo man spürt so, ja, in der Tiefe spricht das an, in der Tiefe macht das weit, in der Tiefe bringt das auch in die Weite und in die Liebe und in die Klarheit hinein. Ja, genau. Und ich möchte mit euch die Karten teilen, die für mich jetzt hier so herausgestrahlt sind und die für mich besonders wichtig waren. Und ich kann sie schon in etwa benennen. Die erste Karte, über die ich mit euch sprechen möchte, ist die Karte hier oben, weil das ist die Karte der Schlange im ersten Haus. Und das erste Haus ist quasi für mich immer das Zeichen für den nächsten Schritt. Also was ist quasi jetzt dran? Was ist das, was jetzt so richtig offensichtlich wie ein Bild, das an die Wand gemalt oder an die Wand projiziert wird. Was ist so wirklich offensichtlich jetzt da oder wird sich offensichtlich machen mit der Zeit? Da wird es um die Schlange gehen. Ich freue mich sehr. Ich freue mich wirklich sehr, denn die Schlange ist ja eine meiner Lieblingskarten. Auch hier nochmal den Hinweis für alle, die mit Lenormand vielleicht schon vertraut sind. Ich deute ja die Karten auch nach einem eigenen System. Und die Schlange hier, die im klassischen Lenormand gerne zum Beispiel auch für eine Rivalin zum Beispiel steht, heißt bei mir was komplett anderes. Ich werde gleich erzählen, was. Also die Schlange ist für mich eine sehr, 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 sehr positive Karte, aber sie hat auch Schmackes. Also ja, so wie ich es auch eben schon sagte, spürt mal rein, was von den Impulsen, die jetzt kommen, ja, bringt euch in die Liebe oder öffnet euch, macht euch weich und warm innerlich und was rüttelt vielleicht auch, ja, so was fordert vielleicht auch so ein Stück weit eure Präsenz und eure Ehrlichkeit mit euch selbst und auch das sind alles Qualitäten, die auch mit zur Schlange gehören. Aber gleich dazu mehr, dann denke ich, dass mein Gesprächsfluss noch hier in diese Mittelkarte, in diese Mittelreihe hier kommen wird. Das ist für mich sowieso immer so die Wirbelsäule von dem Bild, was sich zeigt. Also diese vier Karten haben für mich sowieso immer eine der tragendsten Informationen. Und ich möchte mit euch über diese Karte reden, denke ich. Über diese Karte und über diese Karte. Und eigentlich noch über viele mehr, aber mal schauen. Ich rede immer so ein bisschen vor mich hin und gucke dann am Ende, wo ich rausgekommen bin. Wir werden sehen. Es bleibt spannend. Und euch wird, wenn ihr die letzten Monate dabei wart, vieles sicherlich bekannt vorkommen. Und ich habe das auch schon im Oktober gesagt, im Ausblick, dass mir das auffällt, dass es so Wiederholungen gibt. Zumindest, wenn man nur so ganz kurz drauf schaut. Wenn man aber tiefer hinschaut, sind es nicht nur Wiederholungen, sondern es sind Vertiefungen und eigentlich Verschärfungen. Und ein anderes Wort, was mir jetzt kommt, ist Verklärungen. Nee, das ist falsch, weil Verklären ist ja eher verwaschen. Also es wird klarer.
es wird schärfer, es wird deutlicher, es wird prägnanter. Es fallen immer mehr Aspekte quasi weg und die Grundaussage, die Grundenergie der Zeit, ja, die wird wie so eine Zwiebel, die man aus den Zwiebelschalen so rausgepult hat, bleibt die dann ganz roh und ganz pur stehen. Und ich habe das Gefühl, auch in diesem Monat wird es wieder so Aspekte geben, die bekannt vorkommen. Und auf der anderen Seite gibt es diese, sind wir wieder eine Zwiebelschale weiter. Es ist wieder ein bisschen roher, ein bisschen purer, ein bisschen klarer. Und nicht nur jetzt hier von dem, was ich sage, sondern das, was ich hier reinbekomme als Energie der Zeit, ist ja am Ende auch immer eine Symbolik für das, was wir im realen Leben erleben für uns. Jeder mit seinen eigenen individuellen Geschichten. Ja, und ja, mit dieser Vorrede, lass uns beginnen. Und zwar mit der Karte der Schlange, die hier im ersten Haus liegt und auf die ich mich gerade so sehr freue. Denn die Karte der Schlange steht für mich symbolisch für deine Kraft. Wir können das so ein Stück weit weltlich betrachten, also dass man einfach gesund ist, in seiner Kraft ist, in seiner Power ist, vital ist in diesem Sinne. Ja, also wir könnten das auch auf dieser Ebene betrachten. Aber die Schlange ist für mich eine ganz, ganz vielebenige Karte, die im Grunde auch von unserer seelischen Kraft, von unserer archetypischen Kraft spricht. Ja, die aber auch von der Lebensenergie, von der Lebenskraft an sich spricht. Ja, und das heißt, wenn die Schlange hier im ersten Haus ist, könnte das darauf hindeuten, erstmal so ganz weltlich, dass es eine Zeit ist, wo die Kraft in dein System entweder zurückkommt oder du merkst, dass viel Kraft ist. Ja, dass in dir einfach Lebensenergie ist. Vielleicht auch Lebensenergie zurückkommt. Ja, also nicht du fühlst dich vital, sondern es ist so kollektiv eine Zeit, wo Vitalität in uns Menschen auf jeden Fall hineinströmen möchte. Ja, oder lebendig sein kann. Es gibt da allerdings auch ein Wenn, denn beziehungsweise ein Aber, denn nur weil diese Karte da steht, also im ersten Haus, heißt es nicht, dass es auch so passiert. Ja? Denn diese Karte, diese Kraft ist etwas, was auch Raum braucht. Ja? Sprich Vitalität, Lebensenergie, auch essentielles Sein, auch dafür steht für mich die Schlange, kann auch in bestimmten Rahmen nur sein, wenn man dem erlaubt zu sein, wenn man dem Raum gibt. Das heißt, wenn man sich zum Beispiel zumacht, und wir werden sicherlich gleich noch mehr Informationen dazu bekommen, wie man sich erfolgreich zumachen kann und verhindern kann, dass die Schlangenkraft quasi, die Schlangenqualität in einen hineinfließt. Ja, wenn man sich zumacht, dann ja, verpufft das einfach. Ja? Und wir schauen ja hier, zumindest ist das mein Fokus, wir schauen hier in eine Energie der Zeit. Das ist eine Zeitqualität. Es ist eine Zeitqualität, an die wir uns anbinden können. Aber nur weil die Schlange hier liegt, heißt es nicht, dass es so passiert. Sondern es braucht immer, zu der Zeitqualität braucht es auch immer unser eigenes Ja, unser eigenes Einverstandensein. Und wenn wir nicht Ja sagen, warum auch immer, wenn wir nicht Ja sagen zu dem, was gerade ja, als Qualität quasi im Raum ist, dann binden wir uns auch nicht an, zumindest nicht ja, in voller Kraft. Ja? Also Verhinderungsmechanismen können weiterhin aktiv sein, aber es kann auch genauso eine Zeit sein, wo man einfach den Mut findet, alle vielleicht auch üblichen oder gewöhnlichen Verhinderungsmechanismen, die uns sonst, also jeden für sich, so
immer so ein Stück weit gebremst hat, mit der Energie der Zeit zu gehen, jetzt einfach vertrauensvoll sein zu lassen, loszulassen. Aber darauf komme ich gleich noch zurück. Ich möchte erst noch mal bei der Schlange sein. Also, Schlange, Qualität der Zeit, die im Raum liegt, an die wir uns gerade einfach hinein und anlehnen können. Ja. Und hier geht es eben nicht nur um Vitalität in diesem Sinne, sondern hier geht es auch für mich um eine archetypische Kraft. Das heißt, für mich bedeutet Ausblick in den Monat November, dass Energie der Zeit ist, dass wir eine sehr, sehr starke und prägnante und präzise Anbindung und auch zunehmende Verkörperung unserer archetypischen Seelenkraft erfahren können. Also mit anderen Worten, dass wir sehr, sehr stark uns zurückmitten an diese, an dieses mystische Wesen, das wir, jeder für sich, in sich selbst, in seiner Tiefe, in seiner Essenz ist. Ja? Ich wünschte, ich könnte das gerade weniger mystisch ausdrücken, aber das kommt vielleicht noch, denn ihr wisst ja, ich mache immer mal so kleine Kreise. Ich komme bestimmt noch mal zu dieser Karte zurück und kann sie noch mal anders erklären. Jetzt gerade kommt mir nur so ein mystischer Ausdruck. Also eine Rückfindung, eine sehr starke Rückanlehnung an deine archetypische Seelenkraft, vielleicht auch mit einer Prise herausfinden, wer oder was du in deiner Tiefe wirklich bist. Ja? Ein tiefer Rutschen in diese Klarheit und ganz wichtig, diese Klarheit ist aber nicht nur etwas, was du in deinem Inneren für dich erfährst, quasi für deinen Verstand, für dein inneres Verständnis dir selbst gegenüber, sondern die Schlange steht auch für Verkörperung. Dein Wissen um deine seelische, archetypische Kraft, du kannst ja auch sagen, deine Lebensaufgabe und so weiter und so fort, aber Lebensaufgabe ist zu klein, weil bei Lebensaufgabe denken wir mal an so ein was, meistens sogar auch in Bezug auf Berufung oder so ein ganz großes Thema, wofür wir hier in der Welt sind. Und also das Wort Lebensaufgabe ist ein wunderschönes Wort, aber oft berahmt uns das innerlich in unseren Gedanken, weil wir dann so an eine große Sache denken. Aber deine archetypische Kraft ist ja nicht eine große Sache, sondern deine archetypische Kraft verkörpern fängt an, wenn du morgens aufstehst. Jeder Atemzug ist erfüllt von deiner archetypischen Kraft, mehr oder minder. Da sind wir wieder bei diesen Verhinderungsmechanismen. Je mehr Verhinderungsmechanismen aktiv sind, desto weniger kann diese Schlange fauchen. Und ich sage jetzt auch wirklich fauchen, denn ich sagte vorhin schon, die Schlange hat für mich auch was Zackiges. In dieser Karte steckt für mich auch Zorn. Aber hier geht es nicht um so einen menschlichen Zorn oder so einen destruktiven Zorn, sondern mit Zorn meine ich das Bild eines Tornados. Deine archetypische Kraft hat eine, hat Schmackes, die faucht. Selbst wenn deine archetypische Kraft etwas ganz Leises, etwas ganz Zartes ist. Ja? Aber in dieser Weichheit, in dieser Zartheit bist du klar, bist du schneidend, bist du, ja, mir kommt jetzt kein anderes Wort als fauchend, ja. Aber bitte einmal, einmal noch mal tiefer gedacht, was ich mit fauchend meine. Es geht hier nicht um Aggression oder dieses, es ist kein, ich, mit Zorn meine ich gerade nicht diesen menschlichen Zorn. Ich meine eigentlich überhaupt nichts Zorniges in dem Sinne, sondern ich meine damit etwas, was ganz klar und präzise und eindeutig sich ausdrückt. Und für die einen Menschen ist die archetypische Kraft vielleicht tatsächlich auch etwas sehr, sehr Immenses und vielleicht auch Extrovertiertes.
Sichtbares. Und andere Menschen haben eine archetypische Kraft, die vielleicht sehr leise eben ist, sehr zart. Ja, und man meinen könnte auf den ersten Blick, da faucht überhaupt nichts. Aber das Fauchen ist auf einer tieferen Ebene. Das Fauchen ist gemeint mit einem ganz, da geht es um Eindeutigkeit. Seine archetypische Kraft verkörpern bedeutet, eindeutig in sich selbst zu sein und sich selbst eindeutig in der Welt auszudrücken. Okay? Und deswegen, wenn wir hier das so mit Lebensaufgabe verknüpfen, das können wir tun, aber es könnte sein, dass wir allein wegen des Wortes dazu neigen, zu berahmt, zu begrenzt darüber zu denken. Ja? Denn es geht nicht darum, dass du dich an den Schreibtisch setzt und an deinem Herzensbusiness arbeitest und da deine Lebensaufgabe quasi in die Welt bringst, oder wenn für dich Lebensaufgabe etwas mit Familie und Kindern zu tun hat, dass du in diesem Lebensbereich halt diese Kraft aktivierst und sich ausdrücken lässt, sondern diese Kraft ist etwas, was immer da ist. Ja. Und diese Kraft, deine archetypische Seelenkraft, das, was du in deiner Essenz bist, ist auch nichts, was du tun musst. Ja? Und auch hier wieder, wenn wir so über Lebensaufgaben reden, nicht, dass es wirklich so ist, aber ich habe das Gefühl, dass bei vielen Menschen, und ich zähle mich auch mal rein, zumindest abschnittsweise, da mit den Gedanken an die Lebensaufgabe so ein Gefühl von Tun verknüpft ist. Wie komme ich dahin? Wie mache ich das? Was mache ich denn überhaupt, wenn ich meine Lebensaufgabe lebe? Was gilt es zu tun? Was gilt es zu heilen? Ja, also so eine Tun-Energie schwingt damit drin. Aber die archetypische Seelenkraft, die jeder für sich selbst hat, ist nichts, was wir tun. Es ist etwas, was wir sind. Das ist etwas, was sich durch uns in dieser Welt ausdrückt. Und deswegen steht die Schlange auch für Verkörperung und für eine verkörperte Kraft. Weil es eben erstens nicht nur etwas ist, was wir irgendwie tun und erlernen müssten, ja, höchstens in uns selbst wieder zurückentdecken, also uns zurück anlehnen, lernen müssten. Aber eben diese Kraft, diese verkörperte Kraft ist eben auch nichts, was wir alleine denken können oder uns klar meditieren könnten oder. Es ist also nichts Geistiges, beziehungsweise es ist vielleicht auch was Geistiges, aber die geistige Ebene ist nicht genug. Zu wissen, wer du bist in deinem Inneren, aber es in diesem Leben nicht zu verkörpern, sprich nach außen zu bringen, park aufrecht im Haus des Turmes, ist nicht genug. Es ist erst dann verkörpert, wenn du es auch durch deinen Körper, durch dein Hiersein in der Welt hinausbringst, zeigst. Sichtbar machen, sichtbar sein. Der Turm, Haus des Turmes, ist für mich ja ein Haus, wo es um Anbindung geht. Entweder Anbindung an das Göttliche oder Anbindung an deine Seelenkraft. Und der Turm steht für mich eben für diese geistige Ebene. Ja, da, wo wir zum Beispiel über Meditation, über Innenschau, ja, über diese ganzen inneren, auch geistigen Prozesse klarer werden können, in unserer, wer wir sind, über unsere archetypische Seelenkraft, ja. Und hier liegt der Park aufrecht und steht auch für Sichtbarkeit, sich sichtbar machen in dem, was man für sich erkannt hat. Das ist ein erster Schritt der Verkörperung, oder das ist ein Teil von Verkörperung. Du erkennst etwas,
in deiner Tiefe über dich selbst, durch deine Anbindung zu deiner Seele, zu deiner Seelenebene oder zum Göttlichen, auf jeden Fall durch deine Anbindung zu einer höheren Ebene in dieser Welt, in diesem Universum, ja, einer höheren, liebevollen, kraftvollen, essentiellen Ursprungsebene. Du erkennst da etwas für dich. Und ein Schritt in die Verkörperung ist, dich damit sichtbar zu machen. Okay? Dich damit sichtbar machen. Und der zweite Schritt in diese Verkörperung, oder der auch mit dazu gehört, ist neben dem Sichtbarmachen auch das Handeln. Wir haben hier die Routen im Haus der Sense. Sense steht für mich ja immer für die Kraft deiner Hände Arbeit. Ja, so das, was du tun kannst durch deinen Körper, mit deinem Körper. Und im Haus der Sense haben wir die Routen. Und die Routen stehen für mich für einen Shift. Ja, oder das Haus der Routen ist für mich ein Haus, wo ich immer schaue, okay, eine Veränderung findet statt. Etwas will sich auf ein neues Level shiften. Ja, und wie shiften wir? Wir haben hier das Sichtbarmachen und wir haben hier das Handeln. Ja, ein Wort, was ich in den letzten Videos, glaube ich, ab und an mal erwähnt habe, sind die Aligned Actions. Ja, also, wie übersetze ich das jetzt für mich gut? Committedes Handeln oder Handeln, das an deiner Mitte ausgerichtet ist. Ja, Aligned Action. Aber auch Handeln aus tieferen Impulsen und tieferer Wahrhaftigkeit heraus. Direktes Handeln, ja, Aligned Action ist für mich auch ein direktes Handeln. Und wir sehen hier schon, dass die Energie der Zeit sehr darauf hinweist, dass wir definitiv in uns tiefer in die Klarheit kommen werden, noch tiefer und auch noch ganzheitlicher irgendwie, wer wir sind, was ist unsere archetypische Kraft, dass wir uns damit zeigen und dass wir direkt daraus handeln. Und dieses Wort direkt ist ein sehr wichtiges Wort, denn wir sehen an anderen Stellen, was damit gemeint ist. Wir haben zum Beispiel hier den Herren auf Kopf im Haus der Wege, Entscheidungen, die getroffen werden sollen oder auch so Klarheiten über den Weg, ja, kommt immer so drauf an, was die Zusammenhänge sind. Wir haben den Herrn hier auf Kopf und der Herr ist für mich unter anderem ein Symbol für unser Inneres, so für unsere Willensstärke, aber auch für den Verstand, für dieses fokussierte Handeln und so ein Stück weit eben, wenn wir über Verstand reden, auch dieses Verstehen. Ich verstehe, was ich tue. Ich weiß, was ich tue und ich weiß, wofür ich es tue. Ja. Ich mag den Herrn als Aspekt für oder als Symbol für einen inneren Aspekt in uns selbst total gerne. Und trotzdem sehen wir, dass der Herr hier auf Kopf ist. Ja? Und das bedeutet für mich in dieser Konstellation, dass es jetzt wichtig ist, dass wir Entscheidungen weniger aus dem Verstand heraus treffen und dass wir auch den Weg, den wir jetzt gehen, die Schritte, die wir jetzt umsetzen, weniger aus dem Verstand heraus kreieren. Sarg auf Kopf im Haus des Herrn selbst. Der Verstand, die Willenskraft, der Fokus, das Verstehen an sich, das Wollen an sich bringt jetzt keine Transformation. So übersetze ich das. Ja, und Routen aufrecht sind ja ein Zeichen für Transformation. Im Haus der Routen selbst haben wir eine Zusatzkarte, die Uhr auf Kopf. Uhr auf Kopf kommt mir sofort. Keine Zeit, ja, aber
Ja, das könnten wir in zwei Richtungen deuten. Entweder wir haben keine Zeit mehr, ja, also nicht verschieben auf irgendwann, sondern es geht darum, etwas jetzt zu tun, quasi in dem Sinne, es ist eilig, es ist jetzt dran, jetzt, 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 ja. Aber Uhr auf Kopf könnte auch dafür stehen, wir haben keine Zeit mehr im Sinne von vergiss die Zeit, vergiss die Zeit. Denk nicht in Zeit. Denk nicht linear. Denk nicht, und Linearität ist eine Kraft des Herrn, ja, oder dieser Kraft, dieses Aspektes in uns. Ja, also wenn wir uns vorstellen, wir sind, dass jeder Mensch Yin-Qualitäten und Yang-Qualitäten in sich hat, steht der Herr, ja, für das Yang, für die Yang-Qualitäten. Und ein Aspekt des Yanges ist lineares Denken und lineares Vorangehen. Der Herr, das ist die Kraft in uns, die sagt, okay, Schritt 1, dann machen wir Schritt 2, dann machen wir Schritt 3. Der Herr in uns ist die Kraft, die uns auch zum Ziel bringt. Und der Herr in uns ist eine total wertvolle und wichtige Kraft. Ja? Sprich, wenn das auf Kopf ist, hat es nichts damit zu tun, dass diese Kraft irgendwie unnütz wäre, ja? Sondern wir schauen ja auch auf einer tiefen Ebene hier drauf. Es geht darum, dass der Herr in uns, dass die Yang-Kraft in uns, ja, so ein Stück weit jetzt auch an ihre Grenzen kommt mit dem, was gerade in der Energie der Zeit liegt, mit dem, was gerade in unserem Leben bewegt werden kann und bewegt werden will. Und das findet auf so einer tiefen Ebene statt, dass es über unseren Verstand hinausgeht, drüber geht. Und deswegen können wir auch nicht alleine mit dem Verstand jetzt entscheiden, regeln und unseren Weg kreieren. Ja, Herr auf Kopf im Haus der Wege. Beziehungsweise wir können das schon, aber hier ist eine Einladung drin, das nicht zu tun. Ja, und die Dinge allein jetzt auf Basis des Verstandes, des Verstehens und auch des Willens zu kreieren, könnte einer dieser Verhinderungsmechanismen sein, von denen ich vorhin schon gesprochen habe. Dass deine archetypische Seelenkraft nicht ganz verkörpert in dein Leben, in deine Präsenz hier unten als Mensch hineinkommen kann. Okay? Das heißt nicht, dass du nicht du selbst bist. Du bist immer du selbst. Du bist auch immer verbunden mit deiner Essenz und mit deiner archetypischen Kraft. Ja? Es geht, ist hier nicht die Frage, ob du du bist oder ob du nicht du bist, sondern hier ist die Frage, wie viel bist du du? Wie weit ist der Raum, den deine Essenz hat? Wie eng sind die Mauern, die bestimmte Verhinderungsmechanismen in dir selbst, deinem Wesen, deinem essentiellen Wesen, deiner archetypischen Kraft noch so umerlegen? Das ist die einzige Frage. Es geht nicht um die Frage, ob du schon du bist und ob du schon aus dir selbst wirkst. Ja, es kann sogar sein, dass du schon quasi in den Dingen, die du tust, schon sehr, sehr nah und sehr, sehr kongruent an deiner archetypischen Seelenkraft gehst. Vielleicht sogar in diesem Rahmen 100%. Vielleicht bist du gerade schon 100% in deiner Seelenkraft. Die Frage ist also nicht, bist du in deiner Seelenkraft oder bist du nicht in deiner Seelenkraft, sondern die Frage ist dann hier, selbst wenn du jetzt schon 100% in deiner Seelenkraft bist, sind das 100% innerhalb eines bestimmten Rahmens? Und wenn du diesen Rahmen wegnehmen würdest, ja, wie viel mehr du könntest du noch sein? Okay? Mit anderen Worten, hier geht es eigentlich um Potenzial. Die Essenz oder die Energie der Zeit des Novembers ist für mich Potenzialverdichtung. Das Potenzial, du selbst zu sein, das Potenzial, deine archetypische Kraft, deine Seelenkraft, deine Seelenmagie, oder nimm ein Wort, mit dem du mehr anfangen kannst für dich, verdichtet sich und fragt im Grunde,
den Raum, den du bisher dir gegeben hast in diesem Leben, können wir denn weitermachen? Die Energie der Zeit stellt so ein Fragezeichen in den Raum. Frag dich, bittet dich, lädt dich ein, können wir den Raum weitermachen? Ja. Und mit wir, das klingt jetzt schon wieder, also wir klingt schön, aber da kommt gerade meine innere Schlange durch, beziehungsweise meine archetypische Kraft, und die faucht gerade so ein bisschen. Und fauchen heißt, meine innere archetypische Kraft sagt, sag's genauer. Es ist nicht wir. Es ist ich. Die Frage ist nicht, können wir den Raum etwas weitermachen, sondern die Frage ist, kann ich meinen Raum jetzt weitermachen? Und spür dich mal rein, was das für ein Unterschied ist. Alleine dieser Satz, es geht nicht um den Satz und die Worte an sich, sondern es geht um die Energie, die durch diesen Satz vermittelt wird. Die Energie der Zeit ist, dass die archetypische Kraft in uns selbst fragt, können wir den Raum etwas weitermachen? Und dann das andere, die Energie der Zeit ist, dass die archetypische Kraft in uns fragt, kann ich den Raum weitermachen? Ganz andere Energie, ganz anderes Potenzial. Geht ganz anders in die Zellen rein. Also, so nehme ich das zumindest wahr. Schau mal, wie es sich für dich anfühlt. Ja. Kann ich den Raum jetzt weitermachen? Kann ich mir jetzt erlauben, noch mehr ich selbst zu sein? Kann ich jetzt noch mehr Verhinderungsmechanismen loslassen, die mich bisher berahmt haben? Und berahmen muss ja nicht nur was Negatives sein, sondern ein Rahmen ist ja auch ein Halt. Ja, ein Rahmen kann ja auch ein Halt sein, eine Mauer, an die man sich anlehnen kann. Das heißt, seinen eigenen Rahmen weitermachen kann natürlich auch etwas, kann sich so destabilisierend erstmal anfühlen. Ja, aber trotzdem ist es genau die Energie der Zeit. Und wenn es die Energie der Zeit ist und das Potenzial der Zeit, heißt es für mich auch gleichzeitig, es ist auch sicher, sich diese Frage jetzt zu stellen. Es ist jetzt sicher, sich wirklich ganz ehrlich und bewusst damit zu beschäftigen, wie kann ich jetzt noch mehr ich selbst sein? Nicht, was kann ich tun oder was muss ich tun, um dahin zu kommen, um dies zu tun, um das zu erreichen, um meine Lebensaufgabe zu leben, um ich selbst zu sein. Nicht, was musst du tun? Also tun auch, ne? Aligned Action. Aber ne? Deine archetypische Kraft tust du nicht. Die bist du. Die faucht, in Anführungsstrichen, die faucht durch dich durch. Ja, die atmet durch dich durch. Es ist also eigentlich keine Anstrengung, du selbst zu sein. Es ist eigentlich anstrengender, dich selbst zu berahmen, dich selbst zu verhindern. Ja? Aber für den ersten Moment kann es sich herausfordernd anfühlen, diese Rahmen quasi in Frage zu stellen oder einfach, ja, das klingt jetzt auch so ernst. Ich habe eigentlich ein sehr weiches Gefühl in mir, was auch sogar ein bisschen spielerisch ist. Sich spielerisch, liebevoll mit sich selbst auseinanderzusetzen und für sich selbst schauen und auch schon so eine Vorentscheidung zu treffen. Ja, ich möchte meinen eigenen Raum jetzt weitermachen. Ja, ich möchte der archetypischen Kraft in mir jetzt noch mehr Raum geben. Was bedeutet das? Ja, spielerisch hinschauen. Punkt. Weil ich merke, um es jetzt noch konkreter zu erklären, müsste ich Beispiele bringen, aber die Beispiele sind ja für jeden Menschen anders. Ja, deswegen lasse ich es erstmal auf dieser Ebene. Und ich gehe erstmal zu den Karten zurück, aber ich bin mir sicher, dass es mit der Zeit alles noch ein bisschen klarer wird, was ich hier meine.
Ich würde mal kurz einfach ein paar Karten so ein bisschen abarbeiten. Eher wie so ein kleines Puzzlespiel hier. Wir puzzeln jetzt noch so ein paar Aussagen zueinander. Ja, wo fange ich an? Ja, also wie gesagt, es wären jetzt so ein paar zusammengepuzzelte Aussagen, aber sie werden, bin ich mir sicher, ein gutes Gesamtbild ergeben. Lupe auf Kopf im Haus des Klees. Was jetzt, suche nicht nach dem, was dir jetzt Glück, was dir jetzt Wachstum bringt. Suchen ist sehr, sehr eng verknüpft mit mit der Karte des Herrn. Ja, suchen, verstehen. Suchen ist auch wieder etwas Tunendes. Hier geht es aber auch suchen im Sinne von der eigene Beobachter sein, sich selbst hinterfragen, sein Leben beobachten. Nein, ja, Lupe auf Kopf sagt nein. Das bringt jetzt weder Glück noch Wachstum. Ja, das bringt jetzt nicht weiter. Was bringt denn weiter? Klee selber, aufrecht, im Haus der Lilien. Haus der Lilien steht für Selbstwert, Selbstliebe, Selbstermächtigung. Was jetzt Wachstum, aber auch Glück bringt, ja, die Glücksbotschaft der Energie der Zeit, Glücksbotschaft für November ist, vertraue dir selbst. Und da sind wir wieder hier. Ich habe vorhin von Verkörperung gesprochen. Verkörperung bedeutet auch, sich zu zeigen. Verkörperung bedeutet auch, zu handeln und zu agieren. Verkörperung bedeutet nicht alleine, sich in sich selbst, seiner Selbstbewusstsein. Also, ne? Verkörperung ist nicht nur so ein Blick nach innen, ein Schauen, ein Wissen, ein Sehen nach innen, sondern Verkörperung ist auch eine Bewegung nach außen. Durch sich zeigen, sich ausdrücken, aligned action, ja? Also, was bringt jetzt Glück, aber was bringt auch Wachstum? Ja, hier kann es auch um so Glücksgefühle an sich gehen, aber auch, dass die Umstände sich glücklich, nährend, kraftvoll weiterentwickeln, wenn du dir selbst vertraust. Wenn du dir selbst vertraust und wenn du dem, was in dir sich zeigt, wenn du diesen tiefen Impulsen, die aus deiner Essenz kommst, wenn du den Raum gibst, selbst wenn sie vielleicht manchmal deinen Verstand so ein Stück weit übersteigen oder wenn dir manchmal vielleicht nicht gleich klar wird oder klar ist, wie das so, ne, eins zu eins zu eins so in den nächsten Schritten Sinn macht, dieser Impuls. Aber wir haben hier auch den Herrn auf Kopf. Das, was gerade passiert, übersteigt ja sowieso die Ebene des Verstandes und des Verstehens. Deswegen ist Verstand und Verstehen kein alleiniger Ratgeber für deine Aligned Action. Okay? Also Glück und Wachstum kommt, wenn du dir selbst vertraust. Lilien selbst sind aufrecht im Haus des Berges. Der Berg ist für mich so eine ambivalente Karte, denn ich nutze ihn einerseits als Symbol für irgendwo gibt es ein Problem, irgendwo geht es nicht weiter. Und auf der anderen Seite ist der Berg für mich auch ein Haus und eine Karte, die dafür stehen kann, dass man sehr stabil ist, sehr gefestigt, ne? So Fels in der Brandung. Und in diese Richtung geht mein Gefühl auch für dieses Bild. Dir selbst vertrauen, wenn du dir selbst vertrauen, du bist dein eigener Fels in der Brandung, du stabilisierst dich in dich selbst. Ja, du stabilisierst dich in dich selbst. Aber wenn wir den anderen Aspekt nehmen, Berg im Sinne von, es gibt irgendwo ein Problem. Es könnte sein, dass dieses dir selbst vertrauen, nämlich in dem, was essentiell ist für dich und was auch essentiell spricht in dir, ja, dass das mit so die größte Hürde überhaupt ist, größer noch als die Frage, wo bringt mich das überhaupt hin, wie macht das überhaupt Sinn, sondern dieses Vertrauen in sich selbst, sich in sich selbst, mit sich selbst stabil zu fühlen. In dem, was man ist, könnte es sein, dass das die größte Hürde und das größte Problem ist, quasi wie so als ob man so an einem
uressentiellen Problemen dran klopft. Ja, und es könnte sogar sein, dass man eigentlich in der Vergangenheit sehr oft die Erfahrung gemacht hat, als ob man sich selbst eben nicht vertrauen könnte. Ja, weil es einem zum Beispiel oft gesagt, könnte sein, dass einem das oft gesagt wurde oder suggeriert wurde, man könne sich selbst nicht vertrauen. Oder dass es in der Vergangenheit einfach von anderen nicht willkommen angenommen wurde, wenn man sich selbst vertrauend sich in diese Welt ausgedrückt hat. Ja, das heißt, in der Vergangenheit könnte da so ein Berg, so ein Klotz liegen, ja, an den man so hineinstößt, wenn es jetzt darum geht, sich noch direkter selbst auszudrücken und sich auch mehr Raum zu geben. Aber wir haben den Berg selber auf Kopf im Haus der Dame. Haus der Dame bzw. Karte der Dame ist für mich ja immer das Haus und die Karte, die für dich steht. Ja, also für dich, die du jetzt hier halt zuschaust. Hauptpersonenkarte bzw. Haus der Hauptperson. Und wir haben hier den Berg auf Kopf. Berg auf Kopf, ein Stein kommt ins Rollen. Okay, oder ein Problem, was man schon ganz lange hat, was wie so ein Klotz im System war, löst sich jetzt auf oder wird überwunden. Ja? Und da gibt es für mich auch eine ganz klare Aussage, wie überwinden wir denn die Erfahrung damit, dass wir Selbstsein, uns Selbstvertrauen aus irgendwelchen Gründen in der Vergangenheit sich nicht sicher angefühlt hat. Wie können wir das jetzt überwinden? Beziehungsweise, wenn der Berg hier auf Kopf im Haus der Dame liegt, liegt auch die Überwindung schon im Raum. Es ist weniger eine Frage, sondern es ist eher schon das Potenzial der Zeit, ja, so wie es die Energie der Zeit ist, in sich selbst hineinzurutschen und sich verkörperter, klarer, eindeutiger auszudrücken in dieser Welt und eindeutiger Mann selbst zu sein in dieser Welt, liegt es genauso im Potenzial der Zeit, dass sich was auch immer als Klotz bisher im System gespeichert war, was das Vertrauen in sich selbst genommen hat oder geschmälert hat oder so angezweifelt hat, dass das jetzt überwunden wird. Ja? Und es gibt für mich eine ganz klare Aussage dahingehend, wie wir das überwinden. Und zwar hier im Haus des Kindes, wo die Mäuse liegen. Die Mäuse knabbern etwas auf. Ja, die Mäuse knabbern etwas auf. Und die Mäuse liegen hier im Haus des Kindes. Und auch das Kind ist für mich auch so eine Karte mit vielen Bedeutungen, so wie auch der Berg für mich so ja auch mehrere Bedeutungen hat und fast jede Karte und jedes Haus eigentlich mehrere Bedeutungen hat. Und für mich ist diesmal das Haus des Kindes hier ein Symbol für die Vergangenheit. Und es ist egal, welche Vergangenheit. Es ist egal, ob wir über frühere Leben sprechen oder die Kindheit oder die Jugend oder eine frühere Beziehung oder einen früheren Job. Also alles, was nicht jetzt ist. Und zwar jetzt. Also Vergangenheit ist fast schon eigentlich das, was ich am Anfang von dem Video gesagt habe. Also egal was jetzt ist, wenn du jetzt einatmest und ausatmest, das ist jetzt. Und alles andere ist schon vergangen. Und die Mäuse liegen in der Vergangenheit. Und das Kind selbst liegt auf Kopf im Haus des Parkes. Haus des Parkes, wie zeigen wir uns in der Öffentlichkeit? Aber es geht jetzt nicht um Öffentlichkeit an sich, sondern wie sind wir sichtbar in der Welt? Wie sind wir auch greifbar für andere Menschen? Wie stellen wir uns in dieser Welt hin? Wie stellen wir uns in dieser Welt auf? Wie drücken wir uns in dieser Welt aus? Sichtbar, spürbar für andere Menschen. Ja, so wie wenn man durch einen Park geht
Und man schlendert da vielleicht für sich selbst lang, aber es sind auch andere Menschen im Park und die können dich bezeugen. Sie sehen dich da lang schlendern. Ja, also wie bezeugt dich denn jetzt die Welt oder wie will sie dich denn jetzt bezeugen? Nee, nicht wie will sie dich bezeugen. Was ist jetzt die Energie der Zeit, dich jetzt in die Welt hineinzugeben und sichtbar zu machen? Ja? Kind auf Kopf. Geh nicht in die Welt aus Energien, aus den Augen, aus Haltungen, aus Erfahrungen deiner Vergangenheit. Erlaube der Energie der Zeit. Und auch das liegt eher schon im Raum. Das ist nichts, was du tun musst. Es ist etwas, was passiert, wenn du nicht deine Verhinderungsmechanismen darum baust. Okay? Deine Vergangenheit, egal was das jetzt bedeutet und egal, ob wir jetzt auf so einer weltlichen Ebene sprechen oder auf einer spirituelleren, deine Vergangenheit wird abgeknabbert. Der Rattenschwanz quasi wird abgeknabbert. Okay? Das liegt in der Energie der Zeit. Für mich ist hier weniger drin, dass man jetzt etwas proaktiv tut, um seine Vergangenheit aufzuarbeiten. Obwohl das könnte vielleicht sein. Aber das kann nur sein, wenn du aus dir selbst heraus Impulse hast. Ja? Also, wenn in dir die Idee kommt, hey, ich möchte da und da zum Beispiel nochmal eine Meditation hinmachen, weil das würde mich jetzt unterstützen, da nochmal gut abzuschließen für mich. Dann tu das, wenn es aus deiner Kraft kommt. Wenn es aus deiner Eindeutigkeit herauskommt. Aber tu es nicht, weil der Verstand es sagt. Tu es auch nicht, weil es irgendwie, keine Ahnung, zum Beispiel ein Tipp von jemand anderem ist, den du für dich aber nicht fühlst. Die Vergangenheit loslassen, was auch immer das bedeutet, liegt im Raum. Okay, es ist Energie der Zeit, dass es unwichtig jetzt ist oder unwichtig wird, was war. Und somit ist auch, was auch immer passiert ist, dass es für dich mal nicht sicher gewesen ist oder sich nicht sicher angefühlt hat, du selbst zu sein, auch das wird jetzt irrelevant. Ja? Es geht hier also Berg auf Kopf im Haus der Hauptperson, in deinem Haus. Der Stein kommt ins Rollen. Es geht quasi um einen Neuanfang. Es hat keine Relevanz mehr. Aber diese Relevanz hat nichts mit Ignoranz zu tun und nicht mit Ausschließen, sondern es löst sich auf einer tieferen Ebene auf. Und es kann sein, dass es bereits reicht, einfach zuzulassen, dass sich die Bedeutung der Vergangenheit auflöst. Und das könnte zum Beispiel bedeuten, dass man einfach in sich spürt, dass man zum Beispiel noch irgendeinen Groll hat oder irgendeinen negativen Gedanken, zum Beispiel einen Menschen gegenüber, und dass man jetzt einfach merkt, ich atme ein, ich atme aus und ich kann es einfach loslassen. Und dass man diese Instanz in sich, die vielleicht eher dazu plädiert, noch weiter an dem Groll festzuhalten einer bestimmten Person gegenüber oder sich noch weiter mit einer bestimmten vergangenen Erfahrung zu identifizieren und weiter sagen zu wollen, mir ist das und das und das passiert, um sich aber selbst auch so ein Stück weit klein zu halten. Ja, dass das jetzt einfach, ne, einatmen, ausatmen, dass man merkt, ich kann es jetzt gerade einfach loslassen. Okay. Und es kann aber auch sein, dass so nicht Aufarbeiten der Vergangenheit, sondern dieses Abknappern der Vergangenheit von allem, was vergangen ist, auch nochmal dadurch geschieht, dass du nochmal proaktiv in einen Prozess reingehst. Ja, also dass so ein Brocken, so ein Klotz, der quasi in deinem System noch gespeichert ist, dass der vielleicht ist er so groß oder vielleicht ist er auch in einer gewissen Weise doch noch so bedeutsam, dass es wichtig ist, in diesen Brocken noch einmal hineinzugehen.
wie auch immer. Ja, dieses Wie wären jetzt wieder die individuellen Geschichten. Aber ich merke, das liegt hier gar nicht drin, zu sagen, wie das jetzt für jeden Einzelnen aussehen müsste. Auch hier vertraue dir selbst. Dieser Prozess, also wenn es einen Klotz noch gibt aus der Vergangenheit, den man in sich noch gespeichert hat, und der einen im Grunde noch auch so ein Stück weit schwer hält und festhält, sich selbst zu vertrauen, zu sprießen, zu blühen in diesem Leben, ja, dafür steht der Klee auch, dann zeigt er sich jetzt im November von alleine. Wir müssen uns also nicht hinsetzen und jetzt in uns suchen. Ja, so, oh Gott, was muss ich jetzt alles noch, was muss ich noch alles heil machen in mir? Was muss ich noch alles auflösen in mir? Punkt, 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 Punkt. Das braucht es nicht. Wenn es etwas gibt, wird es sich zeigen. Und dann vertraue dir und geh damit. Und wisse, es zeigt sich, weil es jetzt quasi, ne, Mäuse im Haus des Kindes abgeknabbert wird. Okay? Und es wird aber auch ganz viele Dinge geben, die sich vielleicht gar nicht mehr in unserem Erleben gerade oder in unserer Erinnerung vielleicht auch gerade zeigen, sondern die einfach nur energetisch jetzt abfallen. Ja, die Vergangenheit fällt ab, wird abgeknabbert. Das Band wird durchgeknipst, durchgeschnitten. Okay? Und die Zeichen sind darauf, auf Neuanfang. Und der Neuanfang hat etwas damit zu tun, das ist sicher, das ist leicht und das ist freudvoll und das ist selbstverständlich ist für jeden Einzelnen seine eigene archetypische Kraft in dieser Welt auszudrücken. Dass es sicher, leicht, freudvoll, selbstverständlich ist für jeden Einzelnen. Ja, er oder sie selbst zu sein. Na, und er oder sie selbst zu sein, auch da könnte der Herr auf Kopf wieder so eine Bedeutung haben, nicht in dem, was wir glauben zu sein. Wichtig, Maske, Maske im Haus der Sterne. Nicht, was wir glauben, wir selbst zu sein, in Form einer Maske, weil uns das gut gefallen würde. Oder weil andere, weil wir vielleicht auch gelernt haben, so zu sein. Oder weil andere uns oft gefeedbackt haben, dass es eigentlich ganz schön ist, wenn wir so sind. Oder dass, weil es leichter zu sein scheint, wenn wir so sind, statt so. Ja, also es geht hier auch um eine ganz große innere Wachheit über dieses, ja, und wer bin ich denn wirklich? Und ist das, was ich für mich bisher erkannt habe, was ich bin, ist es etwas Essentielles oder ist es noch eine Maske? Ist es noch eine Schicht? Eine Schicht, die vielleicht auch daraus entstand, was ich einmal gewollt habe oder was ich gerne sein will, was mir gut gefallen würde oder was vielleicht auch anderen gut gefallen würde oder gut gefallen hat, wer oder was ich bin. Ja, hier bin ich wieder bei der Schlange und ihrer fauchenden Kraft, ja. Das Fauchende hat etwas mit dem Mut zur Selbstehrlichkeit zu tun. Mit dem Mut, sich in sich selbst auch immer wieder ein Stück weit zu destabilisieren, immer wieder ein Stück weit zu fragen, ist das wirklich wahr? Aber nicht, weil man sich selbst nicht vertraut, sondern weil man bereit ist, in sich selbst ein sehr klares Gespür dafür zu bekommen, wo man quasi noch in Masken, in einer Falschheit oder in einer Aufgesetztheit, sich festhält. Ja, auch hier wieder Verhinderungsmechanismus. Und ich glaube, das kennt wahrscheinlich jeder Mensch. Und es geht ja auch nicht um Perfektionismus, dass wir irgendwie, dass wir überhaupt keine Verhinderungsmechanismen in uns mehr hätten, die uns davon abhalten, wir selbst zu sein, sondern es geht nur darum, dass wir einfach immer ehrlicher werden, immer wacher werden, immer mehr genau reinbekommen. Oh, hier tut sich zum Beispiel gerade mein Verstand so reingrätschen
Ja, und will eigentlich einen Impuls, den ich aus meiner Tiefe habe, ein Stück weit abwandeln oder umändern, weil das ist ihm nicht logisch genug, das so zu machen. Aha, ich nehme wahr, das ist in mir da. Und ich kann jetzt eine für mich bewusste Entscheidung treffen. Möchte ich mit dem gehen oder möchte ich mit dem gehen? Du bist doch nicht erst du selbst, wenn du keine Verhinderungsmechanismen in dir mehr hast. Sondern der Weg ist doch, dass du dich wieder als schöpferisches, als kreierendes Wesen erfährst, das nicht abhängig davon ist, 100% rein und erleuchtet und erwacht und heil und frei von Vergangenheit oder sonstigem zu sein, sondern du bist ein Schöpfer oder eine Schöpferin. Du bist ein kreierendes Wesen. Und was jetzt im November passiert ist, dass du sehr, sehr viel Klarheit, und da bin ich wieder bei dem Fauchenden, sehr viel schneidende und eindeutige Klarheit über deine inneren Mechanismen bekommst. Ein sehr gutes und noch präziseres Gefühl, wann du zum Beispiel sehr angebunden bist an dich selbst, wann sich hier vielleicht so eine Maske drauflegt, wann sich vielleicht dein Verstand eingrätscht, wann vielleicht deine Vergangenheit irgendwie dein Denken, dein Handeln, dein Fühlen, deine Interpretation von einem Impuls, den du gerade hast, ne, wann deine Vergangenheit da so wie sage ich das? Rein funkt. Ja, also diesen Ursprungsimpuls quasi bewertet, vielleicht sogar abwandelt, vielleicht sogar verhindern will, vielleicht aber auch pushen will. Ja, man hat einen Impuls und dann grätscht sich etwas rein, was so richtig viel Druck in den Impuls macht, anstatt diesen Impuls frei, freudig, leicht, natürlich fließen zu lassen. Mann auf Kopf im Haus der Störche. Ich will das jetzt nicht so tief erklären, aber für mich mit einem Wort Gewohnheit. Bewusst darüber werden, okay, wo grätscht sich hier vielleicht in mein inneres Empfinden, aber auch meinen Ausdruck in dieser Welt Gewohnheit rein, anstatt dass ich aus meiner Anbindung heraus, aus meinem Jetzt heraus handle. Nochmal die Schlange, da geht es um deine archetypische Kraft. Es geht darum, dies zu verkörpern und es geht darum, im Jetzt zu sein. Es gibt keine Zeit. Es nützt dir nichts, deine archetypische Kraft immer mehr ins Gefühl zu kommen, wenn du sie auf später verschiebst. Wenn das mit der Vergangenheit noch besser ist, wenn du dir mehr selbst vertraust, wenn dein Verstand das noch mehr verstehen kann, obwohl du eigentlich weißt, dass es hier gerade um Dinge geht, die sowieso auch so ein Stück weit über den Verstand gehen. Der Verstand darf mitkommen, aber er darf nicht alleiniger Handlungs- und Entscheidungsberechtigter sein, wenn wir auf so einer tiefen Ebene hier schauen und wenn es darum geht, dass du im Grunde deine Magie in diese Welt bringst. Wie soll denn etwas, was so natürlich berahmt ist wie der Verstand, für deine Magie entscheiden können oder deine Magie bewerten können? Wie soll denn deine Vergangenheit, deine vergangenen Erfahrungen, deine vergangenen Prägungen, wie sollen die denn Auskunft darüber geben, ob es jetzt für dich sicher ist, deine Magie zu leben? Oder weiß es nicht eigentlich deine Magie selbst? Und würde denn deine archetypische Kraft sich jetzt zeigen oder dir bestimmte Impulse schicken, wenn deine archetypische Kraft die aus deiner Magie kommt? Ja. Wenn die eigentlich merken würde, dass es gerade gar nicht dran ist? Es geht hier darum, sich selbst wieder zu vertrauen auf einer ganz tiefen Ebene. Und dieses Vertrauen ist etwas, das zurückerobert werden will, zurückerobert werden muss. Denn wir sind durch ganz viele Erfahrungen in diesem Leben gegangen und es ist so gewohnt geworden, aus Gewohnheit zu handeln, aus vergangenen Prägungen, aus noch gespeicherten Verletzungen oder Unsicherheiten, aus Bewertungen, die wir selbst in uns kreiert haben, Bewertungen, die andere auf uns projiziert haben. Das alles ist
noch gewohnt und ist noch im Feld. Und das ist okay. Und jetzt beginnt so ein Umstülpen. Ja? Es beginnt so ein Umstülpen. Und dieses Zurückerkennen, okay, wie ist es mir zu vertrauen? Und wie kann ich denn in mir überhaupt rausfinden, woher ein Impuls kommt? Und ob dieser Impuls jetzt etwas ist, was ausgedrückt werden will oder was ich jetzt nur in mir selbst wahrnehme. Das alles sind gerade eher Lernprozesse. Es geht mehr um den Weg. Es geht mehr um den Weg als das Ziel. Die Schlange liegt hier nicht, weil es um das Ziel geht, jetzt nur noch 100% die Schlange zu sein, also in deiner Kraft zu sein, sondern die Schlange liegt hier quasi als Ziel, aber auch als Weg. Ja, wir haben hier den Kompass im Haus des Buches. Buch, Wissen, steht für mich für Wissen. Allerdings Wissen, das tiefer ist als nur das gelernte Wissen. Ja, tiefer ist als quasi unser menschliches Wissen. Wir haben ein Wissen in uns, dessen Quelle in unserer Magie liegt. Und dieses Wissen will jetzt unser Kompass sein. Und nochmal, es geht nicht um das Ziel. Es geht nicht darum zu sagen, jetzt im November, da kommen wir alle in unserer Kraft an und wir werden voll in der Selbstliebe und im Selbstvertrauen sein und alte Prägungen fallen jetzt ab und da, da, da. Das klingt schöner und das verkauft sich irgendwie besser. Die Ziele sind irgendwie oft reizvoller, ja, dieses Gefühl zu haben, wir kommen da jetzt endlich an. Aber mein Gefühl ist, abgesehen davon, dass ich mir gar nicht sicher bin, ob wir jemals 100% da ankommen können, als Menschen zumindest, mein Gefühl ist, dass es hier wirklich um einen Weg geht, den wir gerade mit steigender Genauigkeit zu gehen lernen. Kompass, ja? Unser innerer Kompass wird für uns. Wir lernen noch mehr, wie wir ihn überhaupt nutzen, ja, was unser innerer Kompass ist, wie der innere Kompass für jeden Einzelnen individuell auch funktioniert, denn da gibt es auch kein Geheimrezept. Der innere Kompass entspringt deiner Magie. Ja, das heißt, deine Magie weiß, wie dein innerer Kompass funktioniert. Und andere können dir höchstens Tipps geben oder ihren eigenen inneren Kompass mit dir teilen und du kannst mal schauen, ob da für dich was dabei ist. Aber das Verstehen deines inneren Kompasses, wo der liegt, wie du ihn nutzen kannst, wo er wann, wie, wohin zeigt, das alles ist ein Prozess, den du für dich alleine gehst. Und ich möchte nochmal zur Karte der Schlange zurückkommen, denn ich habe gerade alleine gesagt. Alleine ist ja ein Wort, das vielleicht sich gar nicht so schön anhört. Und die Karte der Schlange ist für mich eine Karte, die ich oft als sehr einsam wahrnehme. Ich kann das gar nicht begründen, warum, aber ich habe oft das Gefühl, als ob die Karte der Schlange alleine ist oder so für sich alleine liegt und vielleicht sogar manchmal auch ein bisschen ausgestoßen ist. Aber das kann auch einfach sein, dass ich so diese klassische Lenormand-Bedeutung im Kopf habe, wo ich ja, also wo meine Beobachtung ist, dass man so Karten hat, die man halt so lieber mag und Karten hat, die eher so ungünstige Dinge anzeigen. Also zum Beispiel der Fuchs ist auch so eine Karte, die zumindest wie ich das wahrnehme, im klassischen Lenormand oft eher so eine negative Aussage habe, wobei ich den Fuchs zum Beispiel total liebe. Ich hoffe, ich erinnere mich dran, um hier über das Haus des Fuchses auch gleich noch was zu sagen. Ja, so die ausgestoßenen Karten. Ich weiß nicht, ob das noch da vielleicht so ein Stück weit herkommt, dass ich das Gefühl habe, die Karte der Schlange ist alleine. Aber wenn wir das mal so symbolisch nehmen, ja, leben wir denn in einer Welt, das ist jetzt ein mit Fragezeichen, ne? Leben wir denn in einer Welt,
wo viele Menschen die Erfahrung gemacht haben, wenn sie sich selbst sind, sind sie integriert, sind sie gewollt, sind sie geliebt, ja, in der Gemeinschaft. Oder leben wir in der Welt, wo eben viele Menschen diesen Berg, diesen Klotz mit sich rumtragen, dass sie die Erfahrung gemacht haben, wann auch immer, wo auch immer, wie auch immer, ja, in der Vergangenheit, dass sie mit ihrer Kraft alleine bleiben. Also dass sie in diesem menschlichen Kollektiv, wenn sie sich selbst sind, und sich keine Maske auferlegen und sich nicht zurecht knipsen, ja, dass sie integriert sind, dass sie ihren Platz haben in der Gemeinschaft. Und mein Gefühl ist, dass das hier, das ist nicht nur so eine individuelle Karte, sondern das ist für mich wirklich eine kollektive Karte, die auf einen kollektiven Schmerz auch hinweist im morphogenetischen Feld der Menschheit. Es haben ganz viele Menschen diese Erfahrung gemacht, dass es nicht sicher ist, sie selbst zu sein, und zwar eindeutig sie selbst zu sein, sich selbst auszudrücken. Und zwar aus der Essenz heraus. Und was du jetzt für dich löst in deinem Leben, wo du jetzt in dein Du selbst sein, so viel mehr Freude, Leichtigkeit, Natürlichkeit und auch Eindeutigkeit im November hineinbringst oder hineinbringen kannst, weil das ist die Energie der Zeit und du brauchst dich eigentlich nur anlehnen und mitfließen. Das machst du nicht nur für dich selbst, sondern die Veränderung, diesen Unterschied, den du für dich machst, den machst du auch im großen Feld des Ganzen. Und da bin ich auch noch mal bei dieser Karte hier mit dem Zeigen, die Anlehnung zeigen, oder sich aus der Anlehnung in sich selbst und in etwas Höheres in sich zeigen in dieser Welt. Das inspiriert. Und das inspiriert ganz weltlich, weil Menschen, die auch für sich die Sehnsucht haben, sich selbst natürlicher, leichter, eindeutiger auszudrücken in dieser Welt, noch mehr sie selbst zu sein in dieser Welt, wenn sie dich sehen, wenn sie dich beobachten, wenn sie dich bezeugen, dann kann es sie inspirieren und kann ihnen den Schritt leichter machen, das auch für sich selbst noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, noch mehr, zu erfahren und auch umzusetzen. Aber das ist auch eine energetische Karte. Den Unterschied, den du jetzt für dich in deinem Leben machst, den machst du energetisch auch im morphogenetischen Feld. Das heißt, selbst Menschen, die dich gar nicht sehen, also wirklich sehen, die dich gar nicht erleben, denen du also nicht von Mensch zu Mensch begegnest, sondern denen du vielleicht nie begegnest, weil sie irgendwo am anderen Ende der Welt leben oder irgendwo in deiner Nachbarschaft, aber ihr lauft euch nie über den Weg. Ihr redet nie ein Wort miteinander, weil ihr euch einfach nicht begegnet. Selbst für diese Menschen machst du energetisch einen Unterschied mit den Prozessen, die du jetzt für dich meisterst. Ja? Und andersrum natürlich, jeder Mensch, der jetzt für sich auch mit der Energie der Zeit geht, verändert energetisch was im morphogenetischen Feld und macht es, ohne dass du diese Menschen kennst oder kennen musst, auch für dich leichter. Und es ist wirklich so ein Wort der Zeit, das mir immer wieder kommt: leicht, leicht, leicht. Es wird leichter. Ja, und da komme ich gleich zum Haus des Fuchses. Worauf sollen wir achten? Ja, der Fuchs sagt: Achtung, ja, Achtung haben. Achte darauf, wo die Energie fließt. Achte darauf, wo Energie ist. Wo Energie ist, wo du in dir Energie fühlst, wo du einen Zug hast, wo es dich hinzieht, wo du belebt bist, wo Leben in dir ist, da ist auch deine Seelenkraft ganz nah. Achte darauf, wo Energie ist, und dort
dort Aligned Action, also dort handeln, dort sein, dort umsetzen, dort verkörpern. Mit anderen Worten, zieh deine Aufmerksamkeit immer mehr von den Feldern ab, die nicht wirklich energetisch belebt sind für dich, die nicht wirklich relevant sind für dich. Felder, die nur Energie haben, weil du ihnen, da sind wir, könnten wir auch wieder diese Karte nehmen, weil du ihnen mit deinem Fokus Energie gibst. Beispielsweise, ich mache jetzt mal ein Beispiel, Nachrichten, ja, haben die Nachrichten an sich Energie? Und das mal nicht mit dem Kopf beantworten, sondern wirklich Augen zumachen, mal reinfühlen. Haben Nachrichten oder Zeitungen oder vielleicht auch irgendwie Kollegengespräche? Ja, also ich bleibe mal so an der Oberfläche. Ne? Also es ist jetzt kein, muss jetzt kein Beispiel für dich sein, sondern ich versuche das nur mal so ganz allgemein zu erklären. Haben die an sich eine Energie für dich? Vielleicht ja. Vielleicht aber auch nein. Oder haben die nur Energie, weil du da hinschaust? Quasi, du bringst Energie auf und gibst dem damit Energie. Einer Nachricht, also den Nachrichten oder ja, irgendwelchen Gesprächen deiner Kollegen oder deiner Nachbarn, die eigentlich aber gar nicht relevant für dich sind. Und nochmal, hier geht es nicht darum, mit dem Kopf zu entscheiden, was relevant für dich ist. Und es ist auch wieder etwas, was jetzt im November noch viel, viel eindeutiger werden kann für jeden von uns, dass wir noch klarer spüren, was ist wirklich relevant für uns, für jeden Einzelnen und was nicht. Mag sein, dass für manche eine Nachricht zum Beispiel relevant ist oder ein Gespräch, was die Nachbarn führen. Aber es geht darum, dass du für dich ganz eindeutig unterscheiden lernst, ist es für dich relevant, weil du hinschaust, weil du also deine eigene Energie in dieses Feld gibst und dadurch hat das Feld Energie? Oder ist es für dich eigentlich nicht relevant und das Feld an sich hat überhaupt keine magnetische Kraft für dich, hat überhaupt keine Relevanz für dich? Und dann lass es sein. Beschäftige dich nicht mehr oder zumindest weniger mit Feldern, die aus sich selbst heraus für dich nicht leuchten, für dich nicht magnetisch sind. Und nochmal, was das für Felder sind und nicht sind. Ich könnte jetzt da auch wieder Beispiele bringen, aber die Beispiele sind, das ist alles, das ist ja jetzt auch mein Kopf, ja. Was könnte das sein, was könnte das nicht sein? Und es geht auch nicht darum, jetzt hier so große Schubladen aufzumachen und zu sagen, also das ist generell unrelevant und das ist generell relevant. Ja, deswegen ist es eigentlich ungünstig, wenn ich gerade von Nachrichten oder Nachbarschaftsgesprächen spreche, weil damit könnten wir jetzt dazu tendieren, da eine Schublade aufzumachen. Ja, es geht nicht darum, ein bestimmtes Feld generell in eine Schublade zu stecken, im Sinne von, das ist generell relevant, das ist generell unrelevant, sondern hier geht es nochmal um ein verkörpertes Sein im Jetzt. Und dein Jetzt entscheidet, ob es relevant ist oder nicht. Es geht um diese Präsenz im Jetzt, wo du merkst, okay, dieses Nachbarschaftsgespräch, hat das jetzt für mich Energie? Habe ich jetzt hier wirklich, wirklich Impuls, Freude, Lebenskraft, Vitalität, mich an diesem Gespräch zu beteiligen oder dazuzuhören oder was weiß ich? Oder ist eigentlich in mir meine Kraft, meine eigene Kraft, wenn es um dieses Gespräch geht, auf Kopf? Ich habe keinen Impuls, ich habe keine Energie, keine Lust, also nichts, was mich magnetisch in dieses Gespräch hinzieht. Und das dann zu erlauben und nicht mit dem Willen, mit dem Fokus, mit dem Verstand drüber zu gehen und zu sagen, aber es könnte ja wichtig sein. Vertraue dir doch mal, wenn deine innere Magie sagt, etwas ist nicht wichtig für dich.
Und vertraue dir doch mal, dass deine innere Magie, und du musst doch gar nicht wissen, woher, ja, denn dein inneres Wissen kommt ja auch aus dieser Magie und nicht aus dem, ja, nicht aus der Ebene des Verstandes. Vertraue doch mal, dass deine innere Magie dir von alleine diesen Magnetismus schicken wird, wenn ein Nachbarschaftsgespräch wichtig für dich ist. Und dass es dich dann dorthin zieht in diesen Raum, weil dieser Raum für dich leuchtet, ja. Was nicht bedeuten muss, dass das ein schönes Gespräch sein muss oder ein leichtes Gespräch oder dass das liebevoll ist. Das wäre jetzt wieder der Kopf, der bewährt und sagt, ich will aber nur noch schöne Gespräche führen. Nein, vielleicht ist es sogar ein Streitgespräch bei den Nachbarn. Oder vielleicht ist es sogar etwas, was gar nicht so viel Sinn zu machen scheint auf den ersten Blick, weil es geht irgendwie um Mülltonnenabholung, keine Ahnung. Irgendwas, wo der Verstand sich denkt, Mensch, also dafür habe ich jetzt eigentlich keine Zeit. Aber vertraue doch mal deiner Magie, wenn die sagt, nee, das zieht mich hier gerade hin. Ich habe keine Ahnung, warum. Aber ne? Inneres Wissen. Inneres Wissen ist nicht das Ziel, ich weiß warum, sondern das innere Wissen ist ein Kompass. Ja, und darum geht es im November. Folge dir, folge dir, folge dir und lerne das vor allen Dingen, ja. Ne? Folge dir heißt nicht, du musst das perfekt können, sondern beobachte und erfahre eher, wie es immer leichter wird. Du musst es nur zulassen. Du musst zulassen, dass eine andere Instanz in dir quasi Führung übernimmt. Ja, das hat auch was mit Kontrolle zu tun. Das hat was damit zu tun, Berg auf Kopf im Haus der Dame, im Haus der Hauptperson, sich selbst nicht im Weg zu stehen. Ja? Steh dir selber nicht im Weg. Der Stein kommt ins Rollen, wenn du dir selber nicht im Weg stehst. Der Bär ist im Haus des Hundes. Hund, Vertrauen könnte bedeuten, vertraue deiner eigenen Souveränität. Und du wirst jetzt langsam auch merken, was ich vorhin meinte mit, wir haben ja Wiederholungen drin, denn das erinnert sehr stark an den Oktober, an die Oktoberenergie. Vertraue deiner eigenen Souveränität, vertraue dir, steh dir selbst nicht im Weg, aber Hund im Haus des Schlüssels, Hund auf Kopf, Schlüssel der Zeit ist, dass du auch aus einer bestimmten Warteposition rausgibst. Schau mal, der Hund, der sitzt so da, hat die Leine im Maul und fragt so, können wir spielen gehen? Kannst du mich bitte jetzt an die Leine nehmen und mich führen? Ja, und mein Gefühl ist zumindest für dieses Bild hier, dass der Hund für so einen Anteil in uns steht, der auch wartet. Wartet darauf, dass irgendetwas, irgendjemand, irgendeine Kraft in diesem Leben oder irgendein Mensch kommt, uns endlich an die Leine nimmt und uns zu unserem Glück führt oder uns, ne, uns die Richtung weist. Hund auf Kopf im Haus des Schlüssels. Der Schlüssel ist, dass jeder Mensch jetzt seine Energien immer mehr zu sich zurücknimmt und damit auch die Verantwortung zu sich zurücknimmt. Aus der Warteposition rauskommt, dass irgendjemand kommt, irgendjemand sagt, was gut ist, irgendjemand sagt, was dich glücklich macht. Ja? Auch aus dieser Suchposition rauszukommen. Wir hatten hier die Lupe auf Kopf im Haus des Klees, aus so einer inneren Suchposition rauskommen. Ach, was könnte mich jetzt glücklich machen? Ach, was könnte denn jetzt das Richtige sein? Ja? Und wenn du etwas oder jemanden die Zügel deines Lebens in die Hand geben willst, dann, Bär im Haus des Hundes, dann gib sie dir selber. Und zwar nicht deiner Prägungen, nicht dem, was du denkst, was du bist oder was du sein solltest.
nicht deinen Gewohnheiten, nicht deinem Verstand, der vielleicht auch sein Bestes gibt, um dich irgendwo hinbringen zu wollen, ja, und der sagt, okay, dazu brauche ich das und das brauche ich nicht, tat, 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 der aber quasi losgelöst von deiner Essenz handelt. Ja, wir haben jetzt die ganze Zeit hier so ein bisschen negativ über den Verstand geredet. Es geht nicht darum, dass der Verstand schlecht ist, sondern es geht darum, dass der Verstand eigentlich, zumindest bei den Prozessen, auf die wir gerade schauen, überfordert und überfragt damit ist, die Zügel in die Hand zu nehmen. Das kann der gar nicht. Was jetzt hier gerade passiert, sind Prozesse, die hinter ihm stattfinden. Das heißt, nicht schalt den Verstand aus. Ja, auf keinen Fall. Das heißt es für mich nicht, sondern es heißt nur, lass den Verstand dein Diener sein. Lass den Verstand für dich gehen. Lass den Verstand dir helfen. Lass den Verstand dir helfen, weltlich zu sein. Denn nochmal. Deine du selbst sein, auch hier innerer Kompass, deinen inneren Kompass spüren, kennenlernen, wahrnehmen, was ist richtig, was falsch. Es nützt dir nichts, wenn du damit im Innen bleibst. Du hast den inneren Kompass nicht nur, um in dir irgendein Gefühl oder eine Erkenntnis zu haben, sondern du hast den inneren Kompass für Aligned Actions. Du hast den inneren Kompass, um einen Unterschied in dieser Welt zu machen. Durch die Macht, durch die Kraft deiner Hände arbeitest, durch das, was du tust, was du anpackst, wie du es anpackst. Ja. Lass deinen Verstand dir dabei helfen, diese neue Ebene zu erreichen. Weil der Verstand ist etwas sehr Weltliches. Und der Verstand kann dir helfen, diese mystische, diese magische Kraft auch quasi weltlich stabil umzusetzen. Aber der Verstand ist diese Ebene, ist nicht alles. Ja, und wenn diese Ebene dir dient, anstatt dass sie dir quasi, dass du ihr die Zügel in die Hand gibst, ja, dann ist es auch okay, wenn diese Ebene manchmal nicht versteht, was gerade vor sich geht. Ja, der Diener muss nicht das Gesamtbild kennen. Der Diener muss nur da diese Aufgaben erledigen, wofür er natürlich da ist. Ja? Das Gesamtbild kennt doch eine ganz andere Instanz in dir. Ich muss jetzt nochmal den Kompass hier holen. Ja. Übergib dieser Instanz in dir dein Vertrauen. Die Souveränität, die Zügel, ja? Lass sie dich führen und leiten. Und lerne immer mehr, was das für dich bedeutet. Lerne immer mehr, wie diese Instanz mit dir kommuniziert und quasi deinen Kompass ausrichtet. Lerne das. Es kann dir niemand sagen. Es könnte sein, dass es für viele Menschen sehr ähnlich ist und dass man sich inspirieren kann, aber es kann dir letztlich niemand 100% sagen, so im Sinne von, also dann musst du aufstehen und dann musst du erstmal eine halbe Stunde meditieren und dann musst du ein Journal schreiben und dann musst du das und das. Das können alles Ideen sein und du kannst alles ausprobieren, aber setz eher so einen Forscherblick auf, kommt mir, ja? Ich probiere mal aus. Ich probiere aus, ich lerne mich kennen. Aber übergebe, also das könnte jetzt auch wieder gut mit den Zügeln passen. Ja? Nimm die Verantwortung für dich zu dir wieder zurück. Nur weil das für 100 Menschen das Richtige ist, morgens eine halbe Stunde zu meditieren, kann das sein, dass es für dich nicht das Richtige ist. Du musst es natürlich erstmal rausfinden. Ja, aber erlaube deinem inneren Kompass auch zu sagen, alles klar, nee, dieser Weg ist doch nicht der richtige. Wir gehen woanders lang. Okay? Bleib flexibel. Vertraue dir.
Betrachte die Welt als Inspiration, andere Menschen als Inspiration. Aber der Weg zum Ziel, der liegt immer in dir und in deiner eigenen Magie. Ja, übrigens hier Mond auf Kopf im Haus des Schiffes. Ne? Nochmal, die Zeit ist jetzt nicht zu träumen, in so Traumwelten zu gehen. Träum nicht dein Leben, sondern lebe es. Bring es in die Welt, fang an, lauf los. Du kannst doch jederzeit die Richtung abkorrigieren. Aber sei mal wirklich auch ehrlich mit dir, wo du eher noch in so im Geiste bist oder auch in so Träumen bist, wo du vielleicht auch bestimmte Dinge noch so aufschiebst und sagst, okay, das mache ich sobald, das mache ich wenn. Klar gibt es für alles auch eine heilige Zeit. Ja? Und auch hier, die Instanz, die dir sagt, ob für etwas die richtige Zeit ist, ist immer die hier. Okay? Das heißt, wenn diese Instanz sagt, okay, nein, für das ist jetzt da, für da habe ich jetzt noch keine Energie. Die Energie für eine bestimmte Handlung kommt aus dem Kopf. Warum? Weil der Kopf entweder denkt, er müsste das tun, weil der Kopf vielleicht auch denkt, es gäbe Zeit. Nochmal, ich hatte vorhin ja hier auch gesagt, diese Karte auf Kopf könnte bedeuten, es gibt keine Zeit. Wenn der Verstand aber in Zeit denkt, und das ist seine natürliche Art, weil er linear ist, ja? Und das ist okay, damit ist er okay. Damit hat er aber auch Zeit und also ein Zeitgefühl. Und damit ist es für den Verstand normal zu sagen, okay, ich brauche hierfür etwas noch viel zu lang oder also Zeitdruck kommt aus dem hier eher, ja? In diesem Sinne. Okay, und wenn aber diese Ebene in dir sagt, nein, ich habe für eine bestimmte Handlung noch keine Energie, Sonne wäre auf Kopf, dann vertraue dir und dann tu es nicht. Aber, und jetzt kommt wieder das Aber, achte auch darauf, ob das wirklich wahr ist. Da sind wir wieder bei den Masken. Wenn es einen Handlungsimpuls oder einen Handlungsgedanken, ein Handlungsgefühl in dir gibt, und du merkst, es ist keine Energie dafür ist richtig da. Also du hast es zwar in dir, aber so richtig strömt es nicht raus. Dann schau auch da nochmal tiefer. Ist das jetzt wirklich wahr, weil deine innere Magie sagt, dein innerer Kompass sagt, es ist noch nicht jetzt dran oder noch nicht die Zeit? Oder ist es irgendein Verhinderungsmechanismus, der dir hier die Energie nimmt? Aber eigentlich sagt deine archetypische Kraft, es ist jetzt Zeit. Die ruft. Aber du berahmst dich immer wieder selbst, um es bloß nicht zu tun. Warum auch immer. Das wäre dann zum Beispiel so eine Maske, die wir aufhaben könnten. Du siehst, es ist gar nicht so leicht, weil es gibt keine konkrete Antwort. Es ist einfach nur ein pures Forschungsfeld. Und es ist einfach nur der pure Wille, das pure Commitment, Brief im Haus des Kreuzes. Für mich steht es hier für Commitment. Das pure Commitment, dich selbst kennenzulernen und dich selbst immer mehr und mehr und mehr eindeutig und authentisch in dieser Welt auszudrücken. Das ist das Commitment. Darum geht es im November. Und wie gut dir das gelingt, das steht auf einem ganz anderen Blatt, beziehungsweise es muss gar kein Ende geben. Du musst jetzt nicht im November all deine inneren Masken aufgedeckt haben oder so. Lass doch mal los, Zeit auf Kopf nochmal im Haus der Ruten, im Haus des Schiffes, eine neue Ebene in deinem Leben erreichen. Du erreichst eine neue Ebene, wenn du es auch mal loslässt, den Gedanken, irgendwo hinkommen zu müssen, irgendwas erreichen zu müssen. Musst du das denn wirklich erreichen? Kannst du denn nicht einfach du sein? Und darf zu deinem Du sein denn nicht auch gehören, wo noch dein Verstand quasi so eine Kontrollinstanz nimmt? Wo du noch Prägungen, ne, so alte Klotze am Bein hast, wo vielleicht sogar noch so eine Maske ist, wo du eher mit per Willen etwas sein willst in deinem Leben, anstatt einfach du zu sein.
Darf das denn nicht einfach alles zu dir gehören? Ist es denn nicht vielleicht einfach schon genug, dass du die Verantwortung ganz zu dir zurücknimmst? Aufhörst darauf zu warten, Kreuz auf Kopf im Haus des Mondes, aufhörst darauf zu warten, dass irgendjemand oder irgendetwas kommt in diesem Leben, um dich zu erretten? Und beginnst, Blumen auf Kopf, im Haus des Bären, im Haus deines Souveräns, beginnst einfach wahrzunehmen und dich auch somit so in die Welt zu stellen, dass du ein Geschenk bist und dass du etwas zu geben hast. Auch hier, große Erinnerung an die Energie des Oktobers. Es ist jemand da, eine größere Kraft in diesem Leben, die dich führt, die dich hält, die dich schützt. Du hast es verdient, Geschenke zu bekommen, unterstützt zu werden, Liebe zu empfangen. Das ist überhaupt, das steht gar nicht in Frage, ja. Nur weil die Blumen auf Kopf sind und das Kreuz auf Kopf sind, heißt es nicht, dass es das nicht gäbe. Ja, sondern es geht um einen inneren Perspektivwechsel. Und dieser innere Perspektivwechsel bringt deine ganzen Energien dazu, wirklich, wirklich, Reiter auf Kopf im Haus der Schlange, wirklich einen tiefen Schritt in dich selbst zu machen. Was kannst du jetzt tun, um noch mehr du selbst zu sein? Und dann setz es um. Und auf dem Weg dahin, bleib einfach in deinem inneren Kompass und lass dich führen von deiner inneren Magie. Und wenn du irgendwo noch auf einem Umweg bist oder noch eine falsche Annahme darüber hast oder ein falsches Verständnis darüber hast oder ein falsches Konzept darüber hast, wer du bist in deiner essentiellen Kraft, dann vertrau dir doch, dass auf dem Weg und bei dem Gehen dass sich das löst, dass sich das zeigt und dass du es dann einfach nur fallen lassen brauchst. Vertrau dir doch, dass die Erkenntnisse auf dem Weg kommen. Erwarte doch nicht von dir, alles jetzt zu wissen und klar haben zu müssen. Weil was passiert, wenn du voll in dieses verkörperte Jetzt kommst, in diesen Ausdruck im Jetzt? Ja, Sterne im Haus der Mäuse. Sterne drehen sich auf Kopf, die Mäuse, das Haus der Mäuse, knabbert ja immer die Bedeutung der Karte auf. Also dreht die Karte einmal um. Ja, wir hatten hier ja schon die knabbernden Mäuse. Hier liegen die Sterne aufrecht. Sterne aufrecht hat immer eine Energie, die nach oben geht, die in die Weite geht, die vielleicht auch in die Zukunft geht. Ja, ein Leitstern, eine Vision, ein Weg, auf dem man sich so zubewegt oder ein Ziel, auf das man sich so zubewegt. Ja, ein Weg, den man geht, um irgendwo hinzukommen. Auch so ein Gefühl von Hoffnung. Ja, und jetzt drehen sich die Sterne um. Ja, jetzt drehen sich die Sterne um und verdeutlichen im Grunde das, was wir jetzt schon mehrmals gesagt haben. Zieh deine Energie ab von irgendwann, irgendwo, irgendwie, sondern komm ganz ins Jetzt. Erde dich, verkörper dich, geh im Jetzt, setz im Jetzt um, beobachte im Jetzt, sei ehrlich im Jetzt. Ja, lass los im Jetzt. Wenn dir eine Maske auffällt, lass sie entscheiden in dem Moment, dass du jetzt bereit bist, sie loszulassen. Und bring es nicht in Verbindung mit einer Zeit. Ich lass sie los, wenn. Triff doch die Entscheidung im Jetzt
Und dann geh weiter und schau, wie du es umsetzen kannst. Ja, Sterne auf Kopf stehen immer für Erdung, 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 Erdung. Und manchmal stehen die Sterne auf Kopf auch für keine Hoffnung haben. Aber vielleicht ist es auch das, was so ein Stück weit jetzt im November mit dazugehört. Ja. Vielleicht ist auch ein Aspekt des Novembers, der Novemberenergie, dass du für dich erlebst, dass dich so Hoffnung verlässt. Es klingt vielleicht erstmal traurig, aber lass uns nochmal reinfühlen. Lass uns nochmal reinfühlen, was passiert, wenn uns die Hoffnung verlässt, wir aber im gleichen Moment ganz im Vertrauen zu unserer Magie und unserer Kraft sind. Ich merke, das ist gar nicht so leicht zu beschreiben, weil dieser Ausspruch, die Hoffnung verletzt uns, ja, die Hoffnung verlässt uns, ist für, also zum Beispiel ich, wenn ich das selber höre, ja, und jetzt hört mein Verstand mit, für den ist es was ganz Trauriges. Und er sagt sofort nein, nein, auf gar keinen Fall. Hoffnung, es ist so wichtig. Hoffnung, mein Strohhalm, Hoffnung. Warten, Hoffnung, Hoffnung, Halt, ja, das sagt mein Verstand. Und kommt aber im gleichen Moment in genau diese Position. Ich sitze mit großen Augen innerlich da, hoffend, die Leine haltend. Und ich hoffe, dass etwas, was ich mir ganz doll wünsche, wirklich passiert. Und diese Hoffnung gibt mir Kraft. Und ich merke, ich bleibe jetzt mal bei mir, ich merke, dass das total okay ist. Ich merke, dass das total okay ist. Und es gibt noch so eine parallele Wahrheit in mir. Und die parallele Wahrheit kommt eher von dieser Ebene. Und diese Ebene sagt, ich brauche keine Hoffnung. Ich muss auf nichts hoffen. Ich bin bereits alles. Ich brauche auch nicht hoffen, denn ich warte auf nichts. Ich bin der Creator, ich bin der Kreierende meines Lebens, meines Prozesses. Ich drücke mich aus. Ich bin schon. Ich warte nicht. Diese Ebene in uns lässt sich doch nicht davon verunsichern, was sich weltlich schon zeigt oder nicht zeigt. Diese Ebene in uns ist doch die Ebene, die weiß, was sie ist. Und die Schritt für Schritt für Schritt in diesem Leben diese innere Fülle ausdrückt und umsetzt. Diese Ebene, diese Kraft in uns, die so faucht, das ist doch keine, die darauf wartet, dass irgendwo jemand kommt und uns rettet. Das ist doch keine Kraft, die Verantwortung abgibt. Noch nicht mal an die Hoffnung an sich. Die braucht es gar nicht. Diese Ebene in uns ist das ja, verkörperte Souverän. Ja? Und diese Ebene in uns, die ist bereit, alle Hoffnungen zu verlieren und loszulassen, weil sie die nie gebraucht hat. Und was könnte das jetzt weltlich bedeuten? Ich versuche das mal ein bisschen untraumatischer zu sagen. Das könnte einfach nur bedeuten, dass du spürst, dass jetzt im November die Energie der Zeit so ist, dass dein Fokus sich von deinen Hoffnungen abwendet. Ja, weil die Hoffnung verlieren, das klingt so dramatisch. Lass uns das Dramatische rausnehmen. Vielleicht ist die Hoffnung weiter da. Ja? Etwas in dir hofft weiter. Und etwas in dir darf auch weiter hoffen. Denn etwas in dir braucht es vielleicht auch. Etwas in dir tut es gut. Und etwas in dir tut es auch gut zu hoffen, weil es deinen Fokus aufrecht hält.
Ja, Hoffnung kann ja ein Leitstern sein und Hoffnung kann dich ja auch energetisch ausrichten. Das heißt, für etwas in dir ist es gar nicht so schlecht zu hoffen. Okay? Aber du könntest jetzt im November vielleicht erleben, dass du merkst, dass dein Fokus, also so deine Aufmerksamkeit, trotzdem immer mehr weggeht von den Dingen, auf die du hoffst. Und wo gehen sie? Wo geht dein Fokus hin, deine Aufmerksamkeit? Du kommst automatisch, vielleicht schon ja, so spielerisch leicht, ins Handeln, ins Tun. Du tust einfach, du lebst. Und in der Retrospektive, wenn du irgendwann auf den November zurückschaust, wirst du vielleicht merken, boah, ich habe gar nicht so viel nachgedacht. Ich habe gar nicht so viel gehofft. Ich habe gar nicht so viel gewartet. Ich habe gar nicht so viel abgewägt. Ich habe im November irgendwie ganz viel umgesetzt, was mir so als Impuls kam. Und nochmal, diese Impulse müssen ja nicht so laute Handlungsimpulse sein. Das kann ja auch ganz leise Impulse sein. Du hast den Impuls, Pause zu machen, du machst es einfach, anstatt drüber nachzudenken. Oder dir selbst zu sagen, ob du das dürftest oder nicht dürftest. Oder wenn du jetzt Pause machst, dann kommst du nicht dahin, wo du sein willst mit deiner Hoffnung. Ja? In der Retrospektive wirst du wahrscheinlich einfach merken, hey, im November ist es mir so viel mehr gelungen, einfach direkt und eindeutig mich auszudrücken und zu sein. Und es gibt noch etwas in dir, was Hoffnung hat, aber es hat gerade gar nicht so viel Relevanz. Du hast dich gar nicht so viel damit beschäftigt. Du warst mehr im Jetzt, du warst mehr im Hier, du warst mehr im Handeln. Und auch hier nicht so sehr aus dem Kopf raus, weil der Kopf sagt, oh, das muss ich jetzt aber tun, um zu. Es gibt kein um zu. Es gibt nur dein Jetzt. Und ich möchte gerne mit einer Karte abschließen. Du wirst merken, diese Karte ist auch so eine kleine Wiederholung. Und trotzdem finde ich es sehr, sehr schön, dass sie da liegt, wo sie liegt. Und die letzte Karte ist für mich diese Karte. Die Dame. Die Dame liegt im Haus des Baumes. Und Haus des Baumes ist für mich das Haus, das für Heilung und Wachstum steht und ja, alle diese Dinge. Und ich bin mir gar nicht sicher, hatten wir die Dame nicht in einem der letzten Ausblicke auch schon im Baum gehabt? Ich vergesse das immer. Ich kann mich immer nicht erinnern, wo die Karten im letzten Monat lagen. Ich weiß immer nur noch so ungefähr, was der Grundausdruck, also die Grundenergie war. Aber ich bin mir sicher, dass so oder so ähnlich, dass eigentlich in letzter Zeit öfter mal angedeutet wurde. Und hier haben wir es ganz eindeutig. Die Dame liegt im Haus des Baumes. Die Dame, also die Hauptperson, heilt jetzt in sich selbst hinein. Die Hauptperson, also du, heilst jetzt in dich selbst hinein. Das ist im Grunde die Energie der Zeit. Du heilst in dich selbst hinein. Immer noch und immer weiter. Und du selbst bist schon da. Und du selbst kommst aber auch noch so viel mehr jetzt im November auf dieser Welt, auf dieser Erde an. Du selbst erdest dich noch so, 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 so viel mehr. Und ich habe gerade so diese dunkle Erinnerung, dass wir das letzte Mal hier oben eine Karte hatten, die irgendwie auf das Göttliche hingewiesen hatte. War das nicht, glaube ich, sogar die Sonne? Oder das Kreuz? Ich weiß es nicht mehr. Ich will jetzt auch gerade nicht nachschauen. Aber ich weiß, dass ich diese Karte hier oben das letzte Mal gehighlightet habe. Und die Aussage war ungefähr so: Du heilst in das Göttliche hinein. Ja, du fällst in das Göttliche hinein. Und jetzt haben wir hier die gleiche Aussage, nur noch mal anders. Ja? Du heilst in dich selbst hinein. In das, was du bist. Und schau mal, die Dame schaut auch nach links. Links ist für mich ja die Vergangenheit. Vergangenheit haben wir schon geklärt, hat keine Relevanz mehr, beziehungsweise verliert jetzt die Relevanz.
Links ist für mich aber auch die Tiefe. Du heilst jetzt also in deine Tiefe hinein. Also ganz logisch, dass es sein könnte, dass sich da jetzt auch noch mal die eine oder andere Maske zeigt, die du noch trägst, einfach damit du sie erkennst und da hineinheilen kannst. Oder sie fällt einfach ab und du weißt gar nicht wie, aber plötzlich sind die Dinge anders in einem bestimmten Punkt. Ja, du heilst in deine Tiefe hinein. Und der Weg in dein Hineinheilen, also wie du es jetzt am deutlichsten wahrnehmen kannst, weil das ist ja ein ganz vielschichtiger Prozess, wie du es am deutlichsten wahrnehmen kannst, ist über deine Kraft. Entweder im Sinne deiner Lebensenergie, wo hast du Energie und wo hast du keine Energie, und dem zu vertrauen. Um sich nicht mehr zu manipulieren, Kraft des Willens, Kraft des Fokus, Kraft der Prägung, Kraft von was auch immer, ja, vielleicht auch Kraft von verletzten Erfahrungen, wir haben das Herz hier auf Kopf, Dinge trotzdem zu tun, obwohl sie energetisch nicht geladen sind, ja, obwohl keine Energie da ist, ja, aber auch zweite Bedeutung, dieses in sich selbst hineinheilen, wird auch dadurch deutlich, dass deine Magie, das, was du bist auf Seelenebene, das, was dich ausmacht, und ich will jetzt gar nicht sagen, was das bedeuten könnte, weil das ist auch wieder so vielschichtig, aber was auch immer deine Seelenmagie ist, ja, diese Frage wird auch immer größer, beziehungsweise es wird immer deutlicher, wo du nicht deine Seelenmagie, deine archetypische Kraft lebst, wo du nicht authentisch und ehrlich und eindeutig zu dir selbst bist oder sein kannst. Entweder durch die Umstände oder weil du es dir vielleicht sogar selber nicht erlaubst. Das wird untragbarer. Ich glaube, so können wir das bezeichnen. Es wird untragbarer. Du kannst es eigentlich, also Situationen, die so sind, wo deine Kraft Kopf steht, kannst du immer weniger halten und aufrechterhalten, weil es immer mehr Kraft bräuchte, das aufrechtzuerhalten. Und in sich selbst hineinheilen bedeutet für mich, dass du einfach energieeffizienter wirst. Auf so eine ganz tolle und auch nüchterne Art und Weise. Und dich dazu committest, hier haben wir nochmal den Brief, und interessanterweise auch hier, Ring auf Kopf im Haus des Briefes. Das heißt, ein Muster wird durchbrochen. Du durchbrichst eine alte Gewohnheit, ein altes Muster, eine alte Art und Weise, wie du Dinge getan und angegangen bist. Getan hast und angegangen bist. Und du committest dich zu einer Weise, die für dich freudvoller, leichter, essentieller und eindeutiger ist. Ich glaube, das sind diese vier Worte, die wir wirklich highlighten können. Freudvoller, leichter, eindeutiger und essentieller. Und dieses Commitment bringt die Veränderung in deinem Inneren, aber auch wie du nach außen hin handelst und dich zeigst und dich gibst, ganz automatisch mit sich. Du teilst in deine Tiefe hinein, ist auch spannend. Ich habe heute schon zweimal solche Versprecher gehabt. Du teilst dich in deine Tiefe hinein. Auch schön. Ja. Sich selbst in seiner Tiefe und aus seiner Tiefe mit anderen Menschen teilen. Wirklich erzählen, zeigen, sichtbar machen, was für dich essentiell ist. Und es ist auch ein gutes Wort, essentiell, ne? Weil essentiell kann man auch immer wieder hinterfragen. Ist das, was essentiell ist, wirklich etwas Essentielles, ein Boden, auf dem ich stehe? Oder ist es der Boden einer Maske, der Boden eines Konstruktes? Okay? Ja. Kommt noch so dieses Bild von sein Leben nicht auf Sand aufbauen, ne? Sein Leben nicht auf Konstrukten aufbauen, weder auf Konstrukten, wie du zu sein hast, noch auf Konstrukten, wie irgendetwas oder irgendjemand zu sein hat.
Ja, der November könnte auch so eine Zeit sein, wo Konstrukte wegbröseln. Und auch das ist eher leicht. Es wird nur dann schwer, wenn sich irgendwas einschaltet, das das verhindern will und an einem Konstrukt, das nicht wahr ist in deiner Essenz, ja, festhalten will. Leichtigkeit. Mit diesem Gedanken möchte ich jetzt gerne das Video schließen. Das ist, wie ich sehe, wieder ein Erwäng länger geworden. Aber ja, es gab wohl viel zu erzählen. Ihr Lieben. Ich habe sowas noch nie gemacht, aber ich möchte es jetzt tun. Ich möchte gerne diese eine Karte so als allerletzten Ausblick für sich alleine stehen lassen. Oh, schaut mal, was passiert ist. Ich habe die anderen Karten zusammengenommen und diese Karte ist oben geblieben. Lasst es mal auf euch wirken, das Bild. Darum geht es im November. Um dich und die Schlange. Um dich und deine Kraft. Um dich und deinen Mut. Um dich und deine essentielle Wahrheit. Um dich und deinen essentiellen Ausdruck in diesem Leben. Um dich und deine Einzigartigkeit. Und gleichzeitig aber auch um dich und deine Verbundenheit und dein Einssein mit allen und mit allem. Ihr Lieben, ich wünsche euch einen wundervollen, einen mutigen, einen fauchigen, ich mag das Wort, ich mag das Wort, einen fauchigen Monat November. Denkt dran, fauchig ist hier absolut liebevoll und absolut wärmend gemeint. Danke, dass es euch gibt. Danke, dass ihr mit mir mal wieder durch die Energie der Zeit getaucht seid und so viel Geduld und Zeit mitgebracht habt, um mit mir so tief zu tauchen. Danke, danke, danke dafür. Ich wünsche euch eine ganz wundervolle Zeit und auf ein nächstes Video. Ja, Lieben, bis dann, bis dahin und ganz viele Küsse an euch. Macht's gut.